So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Friseur. Wir haben gerade noch schnell ein bisschen Geld abgeholt. Und da wir in 3 Tagen losfahren, wollen wir uns noch mal eben die Haare schneiden lassen. Weil Fabians Mähne einfach schon mega lang ist. Und meine, ich muss ein bisschen Spitzen schneiden. Und da sind wir jetzt mal auf dem Weg hin und ich bin wirklich gespannt, was das für ein Friseur ist. Wenn ihr uns den empfohlen, weil er nicht so teuer ist. Und ja, dann werdet ihr nachher das Ergebnis sehen. So, und so sehen wir nach dem Friseurbesuch aus. Bei mir sieht man's. Bei mir ein bisschen. Aber ich wollte ja auch nicht so viel ab, nur die trockenen Spitzen und die sind jetzt weg, Gott sei Dank. So, und jetzt, weil es so schön ist, eigentlich wollten wir einkaufen gehen. Aber wir haben jetzt beschlossen, wir gehen jetzt erst ein bisschen spazieren und zwar gehen wir zur Uni. René hat gesagt, die soll total schön sein, also laufen wir jetzt hin. Ich dachte, wir gehen uns einschreiben. Und dann gehen wir später einkaufen, wenn es nicht mehr so warm ist, wenn die Sonne weg ist. Wir kriegen Besuch. Noch mehr. Unschwer erkennen können, sind wir mittlerweile schon wieder zu Hause. Es ist dunkel draußen, es ist glaube ich ungefähr 7:45 oder so. Wir waren noch einkaufen bei Aldi, so ein bisschen unseren Proviant aufstocken für Samstag, weil wir losfahren. Ich wollte euch eigentlich mitnehmen, aber leider war der Akku dann alle. Ja, und jetzt haben wir schon zu Abend gegessen und morgen werden wir uns einen gemütlichen Tag entweder in dem South Bank Parklands oder in dem Botanischen Garten machen, denn es soll wieder super schönes Wetter werden. Wir wollen auch noch ein bisschen rumchillen, lesen, Leute beobachten. Wir werden ganz viel zu essen mitnehmen, dass wir auch was da haben. Und ja, Freitag müssen wir dann das Auto packen und dann geht's auch schon los. Ach, wir haben uns übrigens auch schon eine Route ausgesucht. Darüber wird aber noch nicht so viel verraten. Also seid gespannt und bleibt dran. Tschüss!